als Mobilitätscheckerin interessiere ich mich natürlich ganz besonders dafür, was denn die guten Vorsätze sind in Bezug auf den Klimaschutz und die Mobilität. Und genau das werde ich heute herausbekommen, aber nicht allein, denn ich bin heute in Baden-Baden. Ich bin heute hier in Schwäbisch Gmünd, um mir mal anzuhören, was sich die Leute hier vor Ort denn so konkret vorgenommen haben mit Blick auf ihre Mobilität. Fahren Sie denn viel mit dem Bus, mit der Bahn oder mit dem Fahrrad? Bahn und Bus auch. Fahrrad, S-Bahn, Regionalbahn. Alles per Bus. Habt ihr euch irgendwelche Vorsätze gemacht, was Mobilität angeht? Wollt ihr vielleicht mehr Bahn fahren? Öfters mal mit dem Zug oder mit dem Bus fahren. Mit Bahn und Bus. Pendel und ohne Auto. Bisschen mehr Fahrrad fahren. Können Sie sich eigentlich auch vorstellen, mit der Bahn mal in den Urlaub zu fahren? Ja, auf jeden Fall. Ja, habe ich mir schon öfter überlegt, wenn es mit dem Zug geht, also gerade nach Paris oder so. Also wir haben uns schon überlegt, nach Niederlande zu fahren. Ja, das mache ich regelmäßig. Und wohin? Nach Frankreich. Mit der Bahn? Selbstverständlich. Natürlich. Ja, ja. Nach Italien. Heimat. Was würden Sie sich vom ÖPNV wünschen? Ja, ich würde mir wünschen, dass das 49-Euro-Ticket bleibt. Das finde ich sehr vernünftig. Dass nicht so viele Züge ausfallen. Eine schöne Urlaub mit der Bahn in ganz Europa zum Beispiel. Vielleicht von der Bahn ein bisschen weniger Verspätung. Ich würde mir mehr freundliche Fahrgäste wünschen. Einfach eine schönere, angenehmere und vor allen Dingen auch wertschätzendere Atmosphäre. Eine Verdichtung der Frequenz. Ich habe mir für dieses Jahr auch einen Mobilitätsvorsatz genommen. Und zwar habe ich drei Optionen für euch dabei und vielleicht könnt ihr am Ende mal raten, was der richtige ist. Also weniger geblitzt werden. Weniger Bußgeld fürs Falschparken zahlen. Oder dritter Vorsatz, einmal so eine coole Führerstandsmitfahrt in einem Bewegzug machen. Letzte, weil ich glaube auch ein cooles Erlebnis, sowas zu machen mal. Das da? Ja. Wäre das für euch auch mal was, ganz vorne mitzufahren im Bewegzug? Schon cool, mal einen Einblick zu bekommen. Ja. Was denkt ihr denn, was ist denn mein Vorsatz? Vermutlich, weil ich kennst du auch im Führerhaus mitzufahren. Richtig, ja, wie seid ihr denn da aufgekommen? Zeit für ein kleines Fazit hier aus Baden-Baden. Viele der Menschen, die ich heute befragt habe, haben sich schon vorgenommen, mehr mit dem Bus zu fahren, mit der Bahn zu fahren. Sie wünschen sich natürlich auch, dass die Pünktlichkeit noch besser wird, dass auch die Anschlüsse, vor allem wenn es ins Ländliche geht, noch besser werden und optimiert werden. Aber da sind wir ja auch dran. Und jetzt wollen wir natürlich auch von euch noch wissen, was sind eure Mobilitätsvorsätze? Schreibt uns unbedingt mal unten in die Kommentare und abonniert doch den Kanal, um die nächsten Mobilitätschecker-Videos nicht zu verpassen.